Hallo liebe Zuschauer, der Moment ist gekommen, an dem ihr mich endgültig für verrückt erklären werdet. Aber in solch einer verrückten Welt bin ich doch ganz froh darüber, als Verrückter bezeichnet zu werden. Es geht mal wieder um meinen Lieblingsrapper Haftbefehl, von dem ich einfach nicht loskomme, so oft ich auch mit ihm abschließen will. Das liegt daran, dass ein Haftbefehl einfach etwas gewaltig faul ist, seitdem er einen Millionen-Delay bei Universal unterschrieben hat. Aber zieht euch dafür meine anderen Videos über ihn rein, ich komme lieber gleich auf den Punkt. Falls jemand unter einem Stein lebt, am 24. März 2015 ist ein Flugzeug der Airline Germanwings über den französischen Alpen abgestürzt. An Bord waren 144 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder, von denen keiner überlebte. Wie es laut den Audiodateien aus dem Stimmrekorder heißt, soll der Co-Pilot das Cockpit absichtlich zugeschlossen haben, um dann den Sinkflug der Maschine einzuleiten. Es hat sich nach momentanen Erkenntnissen um einen Suizid gehandelt. Den Suizid eines Co-Piloten. Lasst mich da mal drüber nachdenken. Ich hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid. What the fuck? Nochmal. Ich hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid. Meine Fresse, tatsächlich. Ich hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid. War das wirklich Haftbefehl ausgerechnet in dem Video? In dem Video, das für mich den Ausschlag gegeben hat, Hafti als neuen Illuminati-Rapper zu bezeichnen, ohne auch nur ein offensichtlich okkultes Symbol in dem Video gesehen zu haben? Ausgerechnet in dem Song? Die Line macht hinten und vorne keinen Sinn, aber nimmt davor Bezug auf eine Figur wie den Heiligen Geist, so wie Jay-Z das in seinen Songs auch macht, weil der Heilige Geist nicht nur in der Bibel vorkommt, sondern eben auch in der Freimaurerei, aber lassen wir das mal. Deshalb wusste ich gleich, dass da irgendwas nicht stimmt und meine Intuition hat mir tatsächlich recht gegeben, denn das Illuminati-Gepose hat sich in den nächsten Videos dann noch weiter verstärkt. Okay, machen wir die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf. Klar kann das Zufall sein, aber er sagt nicht, ein Flugzeug stürzt ab oder ich lasse das Flugzeug abstürzen. Er sagt nicht mal, der Pilot lässt das Flugzeug abstürzen. Er sagt, Co-Pilot Suizid und das vollkommen ohne Sinn und Zusammenhang. Und Hafti macht sowas normalerweise nicht. Das ist mehr der Jay-Z-Stil, dass er so komplexe Metaphern zu den Mysterien Schulen baut, dass die Leute dann nicht wissen, was er meint. Aber Hafti ist da schlicht zu dumm für. Wenn Leute ihn nicht verstehen, dann wegen seiner Aussprache oder weil er Slang-Ausdrücke benutzt. Aber hier sagt er einfach aus dem Nichts, Co-Pilot Suizid. Also es gibt bestimmt Millionen Menschen, die sich besser mit dem Okkulten auskennen als ich, aber jeder kennt ja diese Klischee-Wahrsagerin auf Jahrmärkten und wer würde behaupten, die wäre keine Okkultistin? Käme einem doch ein wenig komisch vor, wenn die einem später sagen würde, sie wäre Christin und würde trotzdem die Zukunft voraussagen. Was ich sagen will, für Okkultisten spielen Voraussagen über die Zukunft eine wichtige Rolle, während Anhänger der normalen Religion sich nicht würdig fühlen, etwas über die Zukunft zu wissen, das überlassen sie lieber Gott. Und ihr wisst, ich mag weder die Religion noch die Okkultisten, wobei die Führer der Religion sowieso heimlich Okkultisten sind. Und natürlich gehört es zum Okkultismus auch mit Symbolen und Worten bestimmte Energien zu senden, die das Ergebnis dann eintreffen lassen. Das ist eben dieser Versuch der Gottwerdung, dass man glaubt, die Zukunft beeinflussen zu können. Und in jeder Religion gibt es auch diese Gruppen, die glauben, dass die Worte in ihren Religionstexten sowas wie Handlungsanweisungen an sie sind, damit sie selbst die Prophezeiungen in der Bibel in die Tat umsetzen. Es gehört zum Okkultismus, selbst das Werk zu vollbringen, das Menschen eigentlich nicht möglich sein sollte. Wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, glaube ich nicht an dieses Energien-Blabla, aber klar ist, dass die okkulten Kreise, die die Welt regieren, auch die Geschichte mit beeinflussen können. Das heißt, sie können zum Beispiel in der Popkultur Hinweise streuen auf ein tragisches Ereignis in der Zukunft und das dann selber auslösen. Dann kann man sich selbst einreden, man wäre sowas wie ein mächtiger Magier oder keine Ahnung, über was die Psychopathen so fantasieren. Wir finden dafür auch genügend andere Beispiele, vor allem in der amerikanischen Popkultur, dass bestimmte Ereignisse in Fernsehserien angekündigt werden. Und zwar so wie jetzt eben bei Haftbefehl, dass man kaum noch von Zufall sprechen kann. In Deutschland hatten wir das schon bei einem Uwe Mundlos-Fahndungsfoto 10 Jahre vor der NSU-Geschichte. Und wie ich auch schon erklärt habe, sind die mächtigsten Menschen der Welt Psychopathen, deshalb stehen sie auf sowas. In der amerikanischen Rap-Industrie fallen mir spontan 2 Fälle ein. Jay-Z in dem Video Umbrella, das voll ist mit okkulter Symbolik und indem er in seinem Text ganz offensichtlich die Finanzkrise ankündigt, die ein Jahr später dann wirklich eintritt.
Oder noch augenscheinlicher das Video von Big Sean und Lil Wayne mit dem Namen My Homie Still, das 3 Tage vor dem Aurora Amoklauf veröffentlicht wird, bei dem ein vermeintlicher Amokläufer 12 Menschen bei einer Premiere des Films The Dark Knight Rises erschießt und zufällig sind die Regisseure auf die ganz normale Idee gekommen, Lil Wayne und Big Sean mit Skeletten im Kinosaal chillen zu lassen. Läuft's euch da auch kalt den Rücken runter? Und nicht nur das, auf welchen Film spielt denn das Haftbefehl-Video an? Zufälligerweise auf den Vorgängerfilm zu The Dark Knight Rises. Und bei welchem Label sind Big Sean und Lil Wayne? Bei Universal wie Hafti, wobei in Amerika sowieso fast jeder Rapper bei Universal ist. Ihr wisst, ich mache nie Fehler bei Labels. Nun gucke ich lieber auf andere Menschen, die mich auf Widersprüche in der offiziellen Geschichte aufmerksam machen. Aber bisher kam da noch nichts, weshalb der Song Julius Caesar für mich tatsächlich momentan das wichtigste Indiz ist, das was mit dem Absturz nicht stimmt. Egal für wie verrückt ihr mich jetzt halten werdet. Und nein, bis zum 1. April dauert es noch 3 Tage. In diesem Sinne, folgt meiner Gang von den Lean-Füchsen auf Twitter und noch wichtiger, gebt dem Diss-Song von Kitty Cat gegen Moneyboy unbedingt einen Daumen runter. Danke, bis bald. Okkultisten sind. Und natürlich gehört es zum Okkultismus auch, mit Symbolen und Worten bestimmte Energien zu senden, die das Ergebnis dann eintreffen lassen. Das ist eben dieser Versuch der Gottwerdung, dass man glaubt, die Zukunft beeinflussen zu können. Und in jeder Religion gibt es auch diese Gruppen, die glauben, dass die Worte in ihren Religionstexten sowas wie Handlungsanweisungen an sie sind, damit sie selbst die Prophezeiungen in der Bibel in die Tat umsetzen. Es gehört zum Okkultismus, selbst das Werk zu vollbringen, das Menschen eigentlich nicht möglich sein sollte. Wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, glaube ich nicht an dieses Energienblabla, aber klar ist, dass die okkulten Kreise, die Welt regieren, auch die Geschichte mit beeinflussen können. Das heißt, sie können zum Beispiel in der Popkultur Hinweise streuen auf ein tragisches Ereignis in der Zukunft und das dann selber auslösen. Dann kann man sich selbst einreden, man wäre sowas wie ein mächtiger Magier oder keine Ahnung, über was die Psychopathen so fantasieren. Wir finden dafür auch genügend andere Beispiele, vor allem in der amerikanischen Popkultur, dass bestimmte Ereignisse in Fernsehserien angekündigt werden. Und zwar so wie jetzt eben bei Haftbefehl, dass man kaum noch von Zufall sprechen kann. In Deutschland hatten wir das schon bei einem Uwe Mundlos Fahndungsfoto 10 Jahre vor der NSU-Geschichte. Und wie ich auch schon erklärt habe, sind die mächtigsten Menschen der Welt Psychopathen, deshalb stehen sie auf sowas. In der amerikanischen Rap-Industrie fallen mir spontan 2 Fälle ein. Jay-Z in dem Video Umbrella, das voll ist mit okkulter Symbolik und indem er in seinem Text ganz offensichtlich die Finanzkrise ankündigt, die ein Jahr später dann wirklich eintritt. Oder noch augenscheinlicher das Video von Big Sean und Lil Wayne mit dem Namen My Homie Still, das 3 Tage vor dem Aurora Amoklauf veröffentlicht wird, bei dem ein vermeintlicher Amokläufer 12 Menschen bei einer Premiere des Films The Dark Knight Rises erschießt und zufällig sind die Regisseure auf die ganz normale Idee gekommen, Lil Wayne und Big Sean mit Skeletten im Kinosaal chillen zu lassen. Läuft's euch da auch kalt den Rücken runter? Und nicht nur das, auf welchen Film spielt denn das Haftbefehl-Video an? Zufälligerweise auf den Vorgängerfilm zu The Dark Knight Rises. Und bei welchem Label sind Big Sean und Lil Wayne? Bei Universal wie Hafti, wobei in Amerika sowieso fast jeder Rapper bei Universal ist. Ihr wisst, ich mache nie Fehler bei Labels. Nun gucke ich lieber auf andere Menschen, die mich auf Widersprüche in der Offiziellrechnung auf. Klar kann das Zufall sein, aber er sagt nicht, ein Flugzeug stürzt ab oder ich lasse das Flugzeug abstürzen. Er sagt nicht mal, der Pilot lässt das Flugzeug abstürzen. Er sagt, Co-Pilot Suizid und das vollkommen ohne Sinn und Zusammenhang. Und Hafti macht sowas normalerweise nicht. Das ist mehr der Jay-Z-Stil, dass er so komplexe Metaphern zu den Mysterienschulen baut, dass die Leute dann nicht wissen, was er meint. Aber Hafti ist da schlicht zu dumm für. Wenn Leute ihn nicht verstehen, dann wegen seiner Aussprache oder weil er Slang-Ausdrücke benutzt. Aber hier sagt er einfach aus dem Nichts, Co-Pilot Suizid. Also es gibt bestimmt Millionen Menschen, die sich besser mit dem Okkulten auskennen als ich, aber jeder kennt ja diese Klischee-Wahrsagerin auf Jahrmärkten und wer würde behaupten, die wäre keine Okkultistin?
käme einem doch ein wenig komisch vor, wenn die einem später sagen würde, sie wäre Christin und würde trotzdem die Zukunft voraussagen. Was ich sagen will, für Okkultisten spielen Voraussagen über die Zukunft eine wichtige Rolle, während Anhänger der normalen Religion sich nicht würdig fühlen, etwas über die Zukunft zu wissen, das überlassen sie lieber Gott. Und ihr wisst, ich mag weder die Religion noch die Okkultisten, wobei die Führer der Religion sowieso heißen. Den Suizid eines Co-Piloten. Lasst mich da mal drüber nachdenken. Ich hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid. What the fuck? Nochmal. Ich hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid. Meine Fresse, tatsächlich. Ich hab die Flügeltüren oben, sitze auf dem Dach und ich flieg, während der Heilige Geist denkt. Co-Pilot, Suizid. War das wirklich Haftbefehl ausgerechnet in dem Video? In dem Video, das für mich den Ausschlag gegeben hat, Hafti als neuen Illuminati-Rapper zu bezeichnen, ohne auch nur ein offensichtlich okkultes Symbol in dem Video gesehen zu haben? Ausgerechnet in dem Song? Die Line macht hinten und vorne keinen Sinn, aber nimmt davor Bezug auf eine Figur wie den Heiligen Geist, so wie Jay-Z das in seinen Songs auch macht, weil der Heilige Geist nicht nur in der Bibel vorkommt, sondern eben auch in der Freimaurerei. Aber lassen wir das mal. Deshalb wusste ich gleich, dass da irgendwas nicht stimmt und meine Intuition hat mir tatsächlich recht gegeben, denn das Illuminati-Gepose hat sich in den nächsten Videos dann noch weiter verstärkt. Okay, machen wir die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hello World! Yeah! Hallo liebe Zuschauer, der Moment ist gekommen, an dem ihr mich endgültig für verrückt erklären werdet. Aber in solch einer verrückten Welt bin ich doch ganz froh darüber, als Verrückter bezeichnet zu werden. Es geht mal wieder um meinen Lieblingsrapper Haftbefehl, von dem ich einfach nicht loskomme, so oft ich auch mit ihm abschließen will. Das liegt daran, dass in Haftbefehl einfach etwas gewaltig faul ist, seitdem er einen Millionen-Delay bei Universal unterschrieben hat. Aber zieht euch dafür meine anderen Videos über ihn rein, ich komme lieber gleich auf den Punkt. Falls jemand unter einem Stein lebt, am 24. März 2015 ist ein Flugzeug der Airline Germanwings über den französischen Alpen abgestürzt. An Bord waren 144 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder, von denen keiner überlebte. Wie es laut den Audiodateien aus dem Stimmrekorder heißt, soll der Co-Pilot das Cockpit absichtlich zugeschlossen haben, um dann den Sinkflug der Maschine einzuleiten. Es hat sich nach momentanen Erkenntnissen um einen Suizid gehandelt.